Hallo, bei Kanukassel steht im Sommer 2011 mal wieder eine Kanu-Weitwanderung auf dem Programm. Wir haben uns die knapp 600 Kilometer frei fließende Elbe ausgesucht. Von Schmilka an der tschechischen Grenze bis vor die Tore von Hamburg. Mitten durch Deutschland. Bei der Planung für diese Kanu-Reise fällt uns auf, dass wir verdammt fremd sind im eigenen Land. Wir kennen weder die Elbe noch die Menschen, Orte und Sehenswürdigkeiten an diesem längsten und, wie sich später noch herausstellt, schönsten deutschen Weitwanderfluss. Der Soundtrack dieses ersten Videoclips von unserer Kanu-Reise quer durch Deutschland stammt von der Zottel. Und das erste Stück hier trägt den passenden Namen Coming Home. Nach vielen Jahren Reisen im Ausland kehren wir 2011 nach Hause zurück und werden verdammt erstaunt feststellen, auch Deutschland ist eine Reise wert. Die Lage in der arabischen Welt und insbesondere Syrien. Das waren die Schlagzeilen mit Hitradio RTL, immer top aktuell. 60 Sekunden Sport, der schnellste Sportreport. Erzgebirge Aue schießt sich so allmählich warm. Als wir nach einer Nacht heftiger Unwetter über Ostdeutschland frühmorgens in der Sommersonne an der Elbe, mitten im Elbsandsteingebirge stehen, zieht uns dieser still, aber zügig dahinströmende Fluss sofort in seinen Bann. Wir würden am liebsten gleich lospaddeln. Aber zuvor müssen wir noch auf unsere beiden Mitpaddler Hartmut und Robert warten und die Lage erkunden. Wo steigen wir am besten ein und wo können wir unsere Autos ein paar Tage stehen lassen? Wir fahren über Bad Schandau, Elbe aufwärts nach Schmilka und suchen eine geeignete Stelle, wo wir gut mit unseren Kanus auf den Fluss kommen. Dann quartieren wir uns auf dem ideal gelegenen Campingplatz Königstein bei Flusskilometer 15,5 ein. Unsere Freunde Hartmut und Robert aus Freigerecht und Wuppertal fahren derweil über Magdeburg und lassen dort beim Kanuclub Börde ein Auto stehen. Abends treffen sie auch in Königstein ein. Wir wandern derweil zur sehenswerten Festung Königstein hoch über der hübschen Kleinstadt und der Elbe. Als wir den ersten Elbe-Ausflugsdampfer erblicken, interessiert uns in erster Linie die Bug- und Heckwelle, die diese hier so zahlreich verkehrenden Flussschiffe der sogenannten Weißen Flotte verursachen. Halb so wild ist unser erstes Urteil. Dabei wird es die folgenden Tage auch bleiben. Es besteht keine Kentergefahr für unsere Wanderkanus. Insgesamt
hält sich die Berufsschifffahrt auf der Elbe in Grenzen und ist nicht mit dem Schiffsbetrieb auf dem Rhein oder der Donau zu vergleichen. Auch der Kanutourismus auf der Elbe ist im Vergleich zu anderen beliebten Kanuflüssen in Europa sehr gering. Die größte Firma, die wir entdecken, befindet sich gleich hier in Königstein. Erstaunt sind wir über die wenigen Flussbrücken an der gesamten Elbe. Vielerorts übernehmen noch Fußgänger und Autofähren den Wassertransfer. Vom hübschen Königstein führt ein Wanderweg auf die größte erhaltene Festungsanlage Europas. Es fährt auch ein Shuttlebus hoch, aber wir bevorzugen lieber den romantischen Pfad bergan. Am besten an der touristisch stark frequentierten Festung Königstein mit reichlich Eintrittsgebühr gefällt mir der Blick hinunter auf die Elbe und über das Elbsandsteingebirge hinweg, auch wenn der Himmel heute wieder recht trist aussieht. Thank you.
Anmerkung am Rande. Wir schauen uns gerne an, wie Menschen früher gelebt haben. Wie und womit sie sich umgebracht haben, interessiert uns dagegen weniger. So, jetzt geht es zur Sache. Unsere beiden Großväter Hartmut und Robert sind aus Magdeburg kommend eingetroffen. Stehen geblieben ist dort Hartmuts Auto, mit dem wir später bei Halbzeit unserer Elbe-Tour unsere Autos aus Königstein nachholen. Ah. Die beiden alten und erfahrenen Paddelkumpane, mit denen wir schon oft gemeinsam unterwegs waren, müssen nun noch ihre Zeltausrüstung checken. Wir haben unsere Klamotten schon zu Hause reisefertig, wasserdicht verpackt. So ein Scheißding ist wie den, wie dein Sitz. Den Vogel bezüglich Ausrüstung schießt mal wieder Robert ab. Er will die 600 Kilometer Elbe-Tour nur im neuen Feldbettzelt überleben. Sieht einfach und bequem aus. Ob das 50-Euro-Zelt sturmfest und wasserdicht ist, wird sich die nächsten Wochen noch rausstellen. Jedenfalls ist Robert von heute an Blickfang sämtlicher Elbe-Wanderer. Das, was du hier hast. Das ist einfach perfekt.